Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie so früh am Morgen live dabei sind. Wir schauen uns den Risikohinweis an und ist ganz wichtig, dass Sie dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Und unabhängig davon, was uns heute Thorsten zeigt, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Ja? Gut, dann übergebe ich auch den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und aber auch viel Spaß. Oh. Sie Ich wurden übersetze zum. es mal. Eigentlich wollte er sagen, guten Morgen, liebe Community. Sie wurden zum Moderator und dann schließen Sie alle Fenster mit vertraulichem Inhalt. Klicken Sie anschließend auf mein. So. Mit vertraulichem Inhalt. Ich habe hier ein Bild von Nelson. Ist das vertraulicher Inhalt? Jetzt bin ich gespannt. Nee, ich soll ja alles schließen. So. So. Guten Morgen in die Runde. Guten Morgen, lieber Nelson. Schön, dass ich dich persönlich erreiche. Haben Sie gut geschlafen? Wie geht es Ihnen? Wir haben. Noch nicht mal Zeit zum Antworten. Habe ich dich schon fast abgekauft, hör mal. Echt? Ja. Hast du die Antwort, die passende Antwort dazu mal aufgeschrieben? Ich war fast fertig. Super. Wir haben heute hier zwei Aufgaben, da wir die Webinare recht oft machen und wir die Zeit schonen wollen, weil viele ja die Zeit auch brauchen, um das dann im Anschluss nachzuarbeiten, werde ich versuchen, mich die nächste Zeit, die nächsten Webinare etwas kurz zu fassen, auf jeden Fall für den fachlichen Teil. Und dann werden wir hinten dran eventuell noch ein bisschen Zeit hängen, um Fragen zu beantworten. Ich möchte euch bitten, die Fragen alle aufzuschreiben, also was das Fachliche betrifft. Dann werde ich versuchen, darauf einzugehen. Ich werde Fragen nicht beantworten, die auf Inhalte der Software gehen, die sind nicht umsonst verschlüsselt, also die auf die Inhalte zurückgreifen oder auf Themen, die ausführlich in Seminaren oder in Webinaren behandelt werden, weil dafür haben andere auch etwas bezahlt und das wäre unfair denjenigen gegenüber. Guten Morgen, lieber Christian Z. Und Nelson, da war ich auch sprachlos, schreibt der Lutz. Denn Lutz ist sprachlos. Oh, Gott möge dir den Zustand eine Weile erhalten. So viel dazu. Wir sehen vor uns den DAX, aber den wollen wir noch nicht. Wir sehen vor uns den Euro, den wollen wir auch noch nicht. Wir wollen vor uns sehen, doch, ich glaube, wir machen erst den Plan für heute. Ich versuche da jetzt mal eine Reihenfolge reinzubringen. Wir machen als erstes den Plan für heute. Angelehnt an den Plan von gestern im Euro, der belief sich nämlich auf die Marken 1,1751, 1,1757, 1,1760, 1,1776 zum Shorten. So, wer hat sich die Marken jetzt gemerkt, die ich genannt habe? Bitte nochmal wiederholen. Ich gebe auch Nelson Zeit zum Antworten.
Ja, so ist das bei den Männern, ne? Eine weibliche Stimme hätte sich hier schneller eingemischt. 1,17, 16, nein. Okay. Wir hatten gestern die 1,17, 51. 1,17, 57. 1,17, 60. 1,17, 72 und 76. Ich beschränke das jetzt mal auf den Rahmen von 1,17, 51 bis 1,17, 76 und werde den hier jetzt mal blass einrahmen. So. Damit wir den Plan von gestern auch haben. So, 1,17,51 haben wir gesagt und 1,17,76 war das Maximum. So, das war der Rahmen von gestern, in dem wir shorten wollten. Wir gucken uns diese Späße auch gleich nochmal an. Und ebenfalls hatten wir unten einen Rahmen von 1,1735 bis 1,1709 und zu longen. So, und dieser Rahmen, der erstreckt sich nämlich in diesem Rahmen. So. Ist überhaupt eine gute Idee, das mal zu machen. Manchmal fällt es einem wie Schuppen aus den Haaren. Zack. So, das war der Long-Bereich für gestern. Das heißt, Longs, die wir hier unten platzieren wollten, die sollten wir hier oben glatt stellen, beziehungsweise die Hauptrichtung war Short. Wir gucken uns den Plan von gestern gleich mal an. Angelehnt an diesen Plan und den kombiniert mit heute. Sag mal, laufen hier die Kurse überhaupt? Ja. Puh, da ist ja eine Bola drin. Der ist jetzt doch von 1,1755,9 auf 1,1755,8 runtergetickert. Oh, jetzt ist er schon da. Noch 0,00003 gerutscht. Respekt. Andreas J, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Ne? Ich versuche, solche Geschichten so einfach wie möglich zu machen, damit man sie optisch gut erfassen kann. Und ich mache sie hier ganz bewusst etwas größer und auch die Zahlen etwas größer, damit die Händler hier in diesem Bereich sehen, wo sie reagieren müssen und sich die Marken aufschreiben kann. Ich selber für meine Charts blende diese Marken aus und ich selber habe auch nur diese Linien drin. Und das reicht mir. Mehr brauche ich nicht. Den Plan für heute, den wir uns hier zusammenstricken können, heißt, entweder pieken wir jetzt nochmal ganz kurz, ich male das mal ab hier, ganz kurz da hoch bis an die 72 und ziehen dann direkt nach unten durch. Der Umweg, das gucken wir uns gleich mal an, ob wir uns für den Umweg entscheiden oder ob wir die einfache Variante nehmen. Der Umweg wäre einmal kurz darunter. Zack. Dann da hoch. Und dann nach unten. Machen wir ein bisschen Platz hier. Sonst wissen die Kurse ja gar nicht, wo sie hin sollen.
Sehr blöd, jetzt malt mir hier Linien ein und faxt mir die wieder nach Frankfurt. Und dann sagen die, nee, 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 da unten fehlt ein Stück. Da konnten wir nicht weitermachen, wir haben Feierabend. Wie geht man jetzt damit um im heutigen Plan? Die Frage war, Andreas J. Irgendwo konnte man doch hier sagen, nicht stören. So, es nervt auch keiner mehr. Ob der Andreas J. schon short ist, komme ich schon vor wie bei einer Partnervermittlung. Jetzt komme ich mir vor wie bei einer Positionsvermittlung. Keine eigenen Ideen. Also, um die Geschichte anschaulicher zu machen, wir sind hier einmal, wie gesagt, nicht stören, wieso stört das ja trotzdem? Wir sind einmal ganz kurz hier über diese Linie und zack, würde ich jetzt diese nochmal direkt shorten. Stop da oben drüber. Wir sind mit 4,5 Punkten dabei und diese Nummer nach Zielbereichen würde ich nicht hier unten glatt stellen, sondern den TP rausnehmen und hier unten eine Gegenorder aufmachen als Reverse. Und die mit Minimum, wir kommen von der 55 bis zur 40, 2 Punkte Rücklauf. So würde ich das ganze Ding platzieren. Hört man das Klacken hier die ganze Zeit im Hintergrund oder ist das nicht hörbar? Doch, ist hörbar. Das sind die Jungs auf unserem Slack-Kanal, die sich nicht bremsen können. Muss ich jetzt mein Slack beenden? Okay. Ja, das Klacken kam von dir, mein lieber Lutz. Ich sehe das, wenn du dich da mit jemand anders, ne? Also, Plan ist, diese Geschichte von hier oben nach unten laufen zu lassen, wenn er jetzt direkt hier runterläuft. Hier unten mit einer Limit Pull Back arbeiten. Ich würde es in dem Fall sogar so machen, dass ich die Position etwas größer wähle, das Ding fallen lasse, so wie jetzt. Nach 10 Punkten BE gehen. Und hier unten eine Position rausnehmen. Schauen wir uns jetzt das Verhalten mal an. Keine Handelsempfehlung. Vermittler schreibt man mit Doppel-T und groß. Kauf dich mal eine Tüte Deutsch. Rechtschreibunterricht gebe ich immer samstags von 6 bis 7 Uhr. Gegen ein geringes Entgelt halte ich dir ein Plätzchen frei. So, wir haben es jetzt genau 8 Uhr. Es wäre schön, wenn da ein bisschen Musik reinkommt. Ich schaue mir das Verhalten in dieser Position jetzt ganz genau an, weil wir haben schon Tage gehabt, wo dieser Bereich, die 1,1755, schon vollkommen gelangt hat, um den Schub nach unten zu starten. Er hat hier mit dieser Kerze eine kurze Nummer über meine 1,1755 gemacht, hat dann direkt die Short-Bewegung gestartet. Wir haben etliche Tage hinter uns, wo er genau da gestartet ist und dann schon direkt nach unten durchgezogen hat. Dieses ganze Gebilde hier oben, dieses ganze Gedöns
wegfällt. Oder auch nicht. Aber wir haben ein hervorragendes CRV bis darunter. Wir haben ungefähr 16 Punkte, 17 Punkte Ziel, Minimum und 4,5 Punkte Risiko, 4 zu 1. Ist ja CRV, ne? Nicht VRC. Wir sagen, ich habe ein CRV von 1 zu 4. Finde ich immer super. Ich frage, was hast du für ein CRV? Ja, 1 zu 3. Super. Das Risiko dreimal so groß wie die Chance. So kann man natürlich sehr schnell seine Kohle loswerden. Übrigens, wenn einer nicht weiß, wenn einer das unbedingt will und seine Kohle unbedingt loswerden will, dann bei uns kann man auch ein paar Sachen buchen. Keine Forex-Gewinnstrategie oder so, aber bei uns kann man etwas Wissen buchen, um das Hirn etwas zu schulen. Bei dem einen bringt es was, bei dem anderen nicht. Bei manchen gibt es ja auch nichts zu schulen. Ich habe es gelesen, Coronavirus greift auch die Hirnzellen an. Ich kenne also den einen oder anderen, ich glaube in Amerika rennt auch so einer rum, da greift das Ding doch direkt ins Leere, hat das gemerkt, hat dann diesen Körper wieder verlassen und hat ihn dann wieder gehen lassen. Deswegen war man so schnell wieder zu Hause. Okay, den lassen wir hier mal laufen. Wir werden es im Hintergrund hören, was passiert. Wir kümmern uns mal um den Euro gestern. Da haben wir unseren Euro von gestern. So. Ich habe hier oben mal die Shortmarken für unseren Plan von gestern aus dem Slack-Kanal hier reinkopiert. Da sagen wir, okay, diese Marken waren gestern ausschlaggebend. Wir wollten gestern früh, das mache ich jetzt mal anders, wir machen das mal ganz einfach, wir zeichnen mal die Linien von gestern ein, oder? Das ist, glaube ich, ratsamer. Ich habe das Problem, dass mir der Stereo gestern um die Ohren geflogen ist und wir deswegen alles neu machen müssen. 17,51, 17,57, 17,60, 17,76. Wer hat die Marken denn noch im Kopf von gestern? Und die 1,1772, die wir heute auch drin haben, dicke, fette Marke, die haben wir in grün drin. So, ich bringe das gleich wieder in Ordnung. Sonst sieht mein Chart hier aus wie bei Andreas und Co. Zack, 1,1735, die haben wir in blau gemacht. Und 1,1728. So arbeite ich morgens, ja. Und 1,1709. So, das war unser Plan für gestern, den wir gestern Morgen in diesem Zeitfenster gemacht haben. Da haben wir das Zeitfenster. Guck mal rein, ob das auch stimmt. Nämlich Parameter von 8.45 Uhr bis 9.45 Uhr.
30, so passt es. So. In diesem Zeitfenster haben wir gestern früh diesen Plan gemacht und unser Plan war, ich muss ja da meiner Community da mal ein bisschen Respekt zollen. Die haben gestern Morgen den Plan ohne mich schon mal vorher gemacht. Das ist natürlich cool, wenn sich dann ein paar Leute auf unseren Slack-Kanälen treffen und ihre Gedanken morgens um 7 oder 5 nach 7 schon mal rausschmeißen. Da bin ich den Tag über auch was zu diskutieren und morgens sich schon mal gemeinsam auf den Markt vorbereiten. Danke an die, die sich da gestern früh und auch an den anderen Tagen so sehr aktiv daran beteiligen. Das heißt, unseren Tagesplan, ich mache das jetzt mal ganz bewusst so genau, es ist ja, sage ich mal, ein Präsentationswebinar für FXLED oder unser Live-Handelswebinar, wo FXLED-Kunden oder vielleicht zukünftige Interessenten von VX Pro Systemen und der Trading License Company hier bei uns sehen wollen, wie wir arbeiten, um vielleicht auch zu uns zu stoßen. Diese Pläne werden bei unserem Kanal auf Slack veröffentlicht, meistens von mir, weil 80% der anderen etwas zu bequem sind manchmal oder morgens noch schlafen. Wir leiden ja nicht alle unter seniler Bettflucht. Nicht wahr? Bodensee. Und die anderen verlassen sich dann dort. Das Schöne ist, dort kann man Fragen stellen, dort kriegt man auch Antworten von den Gänsefüßchen alten Hasen. Wir haben hier dieses Zeitfenster. Mein Plan war favorisiert, nach oben zu gehen bis an die 1,1760, maximal bis an die 1,1772. Maximal 1,1772, höher sollte er nicht laufen, um dann nach unten abzudrehen und sich Richtung Süden zu orientieren. Plan B war, dass wir erst runtergehen bis an die 1,1735, 1,1728. Da fehlt noch eine Linie. Schön, dass ihr alle aufpasst. Penner. 1,1728, 1,1725. Da, wir haben die 1,1728, 1,1725 und wir haben gesagt, okay, hier unten würden wir kaufen. Wer weiß noch, wie haben wir gesagt, wenn wir hier unten kaufen, wie gehen wir mit der Position um? Wer hat es sich gemerkt? Wie wollten wir diese Position behandeln? Das will ich auch gerne als Thema heute sogar benutzen. Und auch ganz bewusst benutzen. Ja, eine Stop-Limit. Wir haben gesagt, wenn wir hier runterlaufen und von hier oben, unten nach oben abdrehen, dann würde ich diese Geschichte hier oben ab der 51, würde ich den Take-Profit löschen und eine Short-Stop-Order automatisch unter den 5-Minuten-Kerzen hinterherlaufen lassen. Und diese mit einem Reverse-Befehl versehen, damit, wenn der Bereich angelaufen wird, hier, wenn der Bereich angelaufen wird, dass diese Position dann auch gedreht wird. Wir haben dann hier unten bei der 1,1728, 1,1730, je nachdem, wie man seine Limit Pullback eingestellt hat, haben wir hier unten gelongt, haben die hier hochlaufen lassen. Hier oben wurde ein Tagesziel. Unser Tagesziel liegt bei 12 bis 15 Punkten. Haben hier oben ein Tagesziel mit der Reverse Order glattgestellt. Das Ding direkt nach unten durchgefeuert. Entschuldigung. Haben die Short-Nummer ebenfalls nochmal mitgenommen. Diese sogar mit 20 Punkten. Hier.
mit 20 Punkten nach unten. Diese Long-Nummer hier, nachher von hier unten nach oben, habe ich persönlich nicht mitgenommen, aber wir haben gestern Nachmittag im Webinar hier nachher nochmal geschortet, als wir hier oben die 72 knapp verfehlt haben. Danach den Stop da oben drüber gezogen. Die ist dann Break-Even da oben drüber oder mit einem kleinen Gewinn, ich glaube mit 3 Punkten oder so, Gewinn rausgeflogen. Wir haben hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das Spiel können wir uns auch gleich mal anschauen hier, damit ihr das für heute vielleicht auf dem Deckel habt. Bewegung, Korrektur, Bewegung und dann ist er wieder nach oben abgedreht, hat uns hier mit 2, 3 Punkten rausgeholt, ist noch dichter an die 72 dran, hat die Stops hier abgeholt und danach war ich unterwegs, aber habe diese Position hier oben wieder geschortet, die aber dann auch mit 10 Punkten geflogen ist. Wir merken uns mal, ich mache mal einen neuen Chart. Und dann merken wir uns mal das Zeitfenster hier von 15:45 Uhr an. So. 15:45 Uhr. Da. Da haben wir genau dieses Zeitfenster. Hier ist es ziemlich undurchsichtig in 15 Minuten. Wenn man in der Zeiteinheit aber ein Stück runtergeht, was man ja gerne machen sollte, wenn man einen besseren Blick haben will, dann ist es immer besser, die Kerzen größer zu machen und vor allen Dingen eine Zeiteinheit tiefer zu gehen. Nehmen wir diesen Bereich. 15 Minuten erkennt man nichts, kann man nichts draus lesen, außer dass wir hier ganz klar in einem Aufwärtstrend sind. Hier flackt er jetzt so ein bisschen. Wenn wir uns das aber in 5 Minuten anschauen, dann kann man, wenn man einen Tagesplan hat, den wir ja hatten, schon mal sehen, wir haben Bewegung A. Ich mache das größer. Da kann man das besser sehen. Bewegung A, Bewegung B, A nach Möglichkeit gleich C. Das heißt, wir hätten bis da runter laufen müssen, um dann eine dritte Bewegung zu machen. A gleich C, alt hergebracht, ist hier abgebrochen worden. Wir haben hier eine schöne Kerze, eine schöne lange Lunte. Diese kleine Kerze hier, normal bewegt sich sogar innerhalb dieser kompletten Lunte. Diese hier, diese blaue Kerze, beginnt mit einer Glatze und endet mit einer Glatze. Kein Docht, keine Lunte, nichts, gar nichts. Umkehrformation, ganz klar. Diese zweite Bewegung, die als Korrekturbewegung hätte erfolgen müssen, ist hier ganz klar abgebrochen worden. Und wenn die zweite Bewegung abgebrochen wird, bevor sie vollständig ist, also wir wollen jetzt nicht um 2, 3 Punkte reden, aber wir hätten laufen müssen bis zur 48 und sind bei der 53 gewesen. Also das ist bei einer Bewegung von 14 Punkten, wenn da 30% fehlen, ist das schon nicht unerheblich. Ausschlaggebend danach war unser nachlaufendes Hoch. Wer dieses Wochenende im Seminar ist, wird darüber noch viel, viel mehr erfahren. Unser nachlaufendes Hoch hier in diesem Bereich, Umkehrformation, lange Dochte, lange Lunden, hier schön. Und dann haben wir das Spiegelbild von dieser Kerze, haben wir dann hier. Hier haben wir diese Umkehrformation, nachlaufendes Hoch. Oben im High, die 72 wollten wir haben, bei der 1,1771, 1,1778 sind wir gewesen. Umkehrformation, lange Dochte, hier noch eine lange Lunte. Diese Kerze öffnet mit einer Glatze, endet fast mit einer Glatze und danach ging es dann auch Richtung Süden. Und dann kann man so eine Position, wenn man so ein klares Setup hat,
so wie wir es ja hier hatten in diesem Plan. Wenn man so einen klaren Plan hat, dann kann man diese Geschichte hier noch einmal starten. Wenn, nein, nicht da. Da. Dann kann man diese Geschichte hier noch einmal starten. Nur weil wir ein nachlaufendes Hoch haben, ist ja das Setup noch nicht hinfällig. Sondern das Setup hat trotzdem noch volle Gültigkeit. Tun ist weg. Nein, ich höre dich. Okay. Machst du das dem? Ich wollte zwischendurch schon mal nichts sagen, um mal zu gucken, ob du noch da bist. Natürlich bin ich da. Machst du das mal reinschreiben? Das sind irgendwie zwei, drei Leute, die keinen Ton haben. Ja, ich bin dabei. So der eine oder andere ist ja auch dankbar, wenn er keinen Ton hat, ne? Aber kann man ja auch ausschalten. Also, normal, erste Bewegung, zweite Bewegung abgebrochen gegenüber der ersten. Dann ist es schon mal ziemlich klar, dass wir nochmal nach oben laufen. Diese Umkehrformation, die kann man dann nutzen und muss dann nur seine Ziele haben. Wenn man so ein Ding nachher Break-Even abgesichert laufen lassen will oder laufen lässt, dann kann man das ganz getrost tun. Wir sind dabei und unser Euro Short hier läuft. Jetzt dürfte der Stop gleich Break-Even springen. Wir sind 54 rein. Bei 44 gehen wir Break-Even. Wir wollen unser Tagesziel haben. Tagesziel 12 bis 15 Punkten. Euro aufstocken ist Punkt A noch keine gute Idee, weil wir brauchen hier ein neues Tief drunter. Und zweitens habe ich hier oben schon die doppelte Positionsgröße gewählt, weil ich hier unten eine Position rausnehmen möchte. Warum habe ich die doppelte Positionsgröße gewählt? Hat jemand eine Ahnung? Warum ist die Position doppelt? In Trendrichtung. Was haben wir denn für einen Trend? Aber wenn ihr das nur gemacht habt, um kurz zu schreiben, dann verstehe ich das. Weil ich habe diese Position gegen den Trend eröffnet. Schauen wir uns gleich an. Aber es ist meine Haupthandelsrichtung. Haupthandelsrichtung ist nach wie vor Short. Wir wollen von der 1,1772, die ja da oben zählt, aus übergeordneten Zeitebenen, will ich runter zur 1,1520. Parallel dazu muss ich mein Tagesziel realisieren. Und wenn ich mein Tagesziel, jetzt bin ich hier immer noch, die Krise, und wenn ich mein Tagesziel realisieren will, dann, und das jetzt im Webinar mit einem Chart, dann muss ich hier oben die doppelte Positionsgröße und nehme hier unten eine Position raus. Habe hier unten mein Tagesziel realisiert, der Rest ist automatisch Break-Even abgesichert und kann weiterlaufen. Wenn wir hier unten dann eine klare Umkehr kriegen sollten, hat das trotzdem nichts mehr mit dieser Position zu tun, die ich dann mittelfristig nach unten laufen lassen will. Sondern dafür habe ich ja hier die Möglichkeit, dann wechsle ich die Strategie und werde in einer anderen Strategie hier eine Long-Position laufen lassen, eventuell sogar bis da hoch. Die zweite Short-Position ist abgesichert. Die ist Break-Even abgesichert, da kann nichts passieren. Und diese Gegennummer hier nach Zielbereichen muss ja unterscheiden, nach welchem Regelwerk handle ich. Und wenn ich nach Zielbereichen hier unten nochmal long gehen will,
dann kann ich diese Position in einer Strategie Long handeln und die dann hier oben wieder drehen auf Short. Und dann ist mit der ganzen Kiste nichts passiert und ich habe trotzdem mein Tagesziel realisiert. Für die, die aufstocken wollen, die ja jetzt gerade nachschreien, müssen wir warten, dass wir in 5 Minuten wenigstens einen Schlusskurs unter der 1,1746 haben. Eher brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Weil so lange ist der Aufwärtstrend, den wir hier haben, wir haben Bewegung, Korrektur, Bewegung. Da, in diesem Stück haben wir eine Aufwärtstrenddefinition und wir haben sogar hier mit dieser Kerze da oben ein bisschen was kaputt gemacht. Das heißt, solange wir hier nicht wenigstens den Aufwärtstrend gebrochen haben, brauchen wir über eine weitere Short-Position nicht nachdenken. Die RV, danke, die schmeißt beide Order raus. Danke für den Tipp. Die wollte ich vorhin ausschalten, habe ich wahrscheinlich daneben geklickt, oder? Danke, Holger. Die sollte, in dem Fall sollte die hier nicht greifen, die RV. Deswegen habe ich ja gehört, hier wäre, je nachdem, wer mit welcher Positionsgröße handelt, deswegen habe ich hier oben an diesem Punkt die doppelte Nummer gewählt, um dann hier unten die Hälfte rauszunehmen und die andere Hälfte laufen zu lassen. Die Positionsgröße hier spielt keine Geige. Es geht um Punkte. Den DAX besprechen wir heute nicht, mein lieber Thomas. Das ist ein Euro pro Webinar. Ne? Doch, machen wir gleich. Du sitzt schon da und drehst Däumchen, ne? Völlig gelangweilt, aber labert der Kerl da bloß über den Euro. Was labert der da nur? Was labert er da nur? Unser Hauptaugenmerk liegt, darauf haben wir uns in unsere Community und auf Slack geeinigt, haben wir festgelegt, unser Hauptziel ist es, unser Tagesziel so früh wie möglich zu erreichen. Das haben wir die letzten Tage jeden Morgen zwischen 10 und 11 Uhr erreicht, was schon relativ spät ist. Wir haben zwischen 8 und 9 haben wir angefangen, die Position zu platzieren und zwischen 10 und 11 hatten wir unser Tagesziel drin, so dass man um diese Zeit eventuell Feierabend machen konnte, wenn man das dann wollte. Okay. Das Ding ist jetzt automatisiert. Stop springt automatisch Break-Even, wenn wir hier drunter fallen. Wenn wir hier ein neues Tief machen, springt der Stop automatisch Break-Even. Und hier unten stellen wir ein Tagesziel glatt und dann ist das ganze Ding auch gesaved oder gelaufen. So, kommen wir kurz zum DAX. Der Junge macht bei weitem nicht das, was er soll, doch zum Teil schon. Wir haben die ersten Positionen bei 13.130 geschortet. Bei 13.130 hier, genau in diesem Bereich, haben wir die ersten Positionen geschortet. Dann ist hier ein Teil rausgeflogen. Und dann haben wir uns gestern auf die 13.080, 13.090 eingelassen und gesagt, okay, da wollen wir hin, nämlich um diese Geschichte hier abzufackeln. Im Moment ist noch nichts kaputt. Zack. Da. Im Moment hält diese Linie. Und für die, die übermütig short sind, bitte im Auge behalten, dass solche Linien hier, die auch als Nackenlinie fungieren können, oft eine verheerende Wirkung haben. Wir haben ich muss hier mal ganz kurz ein bisschen zurückgucken im Kopf. Wir haben mit Nelson zusammen ein Webinar gemacht
im August, Anfang August aus Finnland, aus Heinola, auch am Donnerstag früh, wo wir eine SKS im DAX gehandelt haben, wenn mich nicht alles täuscht, bei 12.770. Unser Ziel war 12.200. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Und an diesen Tagen, wir gucken uns das gleich mal an, hatten wir ein ähnliches Verhalten. Wir hatten genauso eine Linie drin. Ich spule gleich mal zurück, dann finde ich vielleicht auch das Datum. Wenn ich das Datum finde oder wenn ich das Setup finde, dann finde ich auch das Datum wieder. Ich weiß nur, dass wir in Finnland in Heinola gestanden haben und morgens das Setup auch noch auseinandergepflückt haben und das Webinar war gerade 5 Minuten zu Ende und dann klatscht der Kurs, glaube ich, 120, 130 Punkte in einer Rutsche nach unten und kam aber auch danach ziemlich zügig wieder zurück. Dann waren viele unsicher. Unser Ziel war 12.200, was wir dann am Freitagabend geholt haben. Also, für die Jungs, die hier übermütig short unterwegs sind, bitte darauf achten, dass wir hier solche Linien haben, die ganz gerne auch Halt bieten. Und die 12.920 hatten wir auch als nächste Station auf dem Deckel. Und hier 12.98 ist die nächste Haltestelle. Man muss sich hier immer solche Haltestellen suchen. Guck mal hier. 12.960, 1, 2, 3 mal angelaufen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal angelaufen. Und nachdem er hier gestern so oft abgeprallt ist, jetzt kriege ich einen Kaffee. Ja, sorry, es war am 30.07. kriege ich gerade hier geflüstert. Es war am 30.07., es war noch kein August. Dann wissen wir auch gleich, wo wir gleich zurückgucken können. Und jetzt sehen wir, dass hier die nächste Baustelle kommt. Also nicht zu euphorisch. Der Verlauf hier könnte sein, dass wir von dieser Geschichte an, von dieser Linie an sogar noch mal bis da hochgehen. So. Und dann erst nach unten drehen. Würde mich nicht wundern. Alternative in Rot wäre darunter. Darunter, danke. Dann nochmal da hoch, um danach abzuschmieren. So. Das wäre ein begehbarer Plan. Wir dürfen noch nicht vergessen, wir haben gestern Abend hier bei 12,69, also 50, 60 Punkte höher geschlossen. Also kann es durchaus sein, dass wir nachher um 9 Uhr bis 9:15 Uhr nochmal da hochspiken. Das sind die beiden Pläne. Hier unten mache ich nochmal eine rote Linie rein, damit er die auch erkennt. Da. Das ist der Plan in Rot und das hier wäre der Plan in Blau. Sind Fragen dazu? Die SKS im H1 ist doch fertig. Nein, ist sie nicht. Definitiv nicht, weil wir haben hier oben die Schulter. Machen wir anders. Da haben wir die Schulter. Zack. Und die dürfen wir
hier nach drüben ziehen. Da. Da hätten wir die zweite Schulter, die jetzt auch ungefähr symmetrisch wäre. Und wir brauchen zwei Tiefs, um dann die Schulter zu machen. Und wir brauchen die Nackenlinie, die gebrochen wird. Deswegen haben wir gestern immer auf die 13.090 gelauert. 13.090 ist jetzt auch nicht so weit. Das sind 160, 170 Punkte. Ne? Klingt erstmal, als dass es ein langer Weg ist, aber wir haben heute früh hier schon ein paar Punkte, 50, 60 Punkte gemacht. Also alles kann, nichts muss. Das ist eine schiefe SKS und für mich fertig. Die kann nicht fertig sein, weil egal, wo wir die Nackenlinie haben, das hier ist der Nacken. Auch wenn die Schultern schief sind, die Nackenlinie muss gebrochen werden. Über die Nackenlinie hier runter sind wir uns einig, oder? Oder nicht? Habt ihr eine andere Nackenlinie? So, und wenn das die Nackenlinie ist hier, Thorsten ohne Haar, dann hast du eine andere Zeiteinheit. Hier haben wir eine Schulter, hier in diesem Bereich, Entschuldigung, sollten wir die zweite Schulter kriegen. Und wenn das die Nackenlinie ist, dann ist diese SKS erst fertig, wenn diese Nackenlinie gebrochen ist. Und dieses Maß von oben nach unten nach dem Bruch abgetragen wird. Nach dem Bruch. Und den Bruch, den hatten wir noch nicht. Was natürlich durchaus erfolgen kann, ist, dass er jetzt hier unten diesen Bruch macht und nicht nur bis dahin läuft, bis zu 1,1769, sondern eventuell läuft bis zur 12.769, sondern bis zur 12.700 oder so 12.710. Das wäre durchaus denkbar. Aber mit dieser Nackenlinie, wenn wir uns über die einig sind, dann haben wir immer noch keinen Bruch und damit kann die SKS auch nicht fertig sein. So, kannst du das Bild vom Euro bitte nochmal zeigen? Ja, da ist es. Bin ich auch völlig entspannt. Warum ist man so entspannt? Warum kümmert man sich nicht darum? Das hat auch nichts mit der Positionsgröße zu tun. Wer mich kennt oder wer weiß, wie ich handle, weiß, dass ich andere Positionsgrößen handle. Weil ich ein Regelwerk habe. Ich habe ein Regelwerk und das ist jetzt auch noch komplett automatisiert. Ich brauche mir gar keine Gedanken machen. Wie machen Sie Ihr Tagesziel fest? Udo K., zwei Bitten erstmal, bitte nicht erschrecken, aber bei mir gibt es kein Sie. Ich bin das Du gewohnt. Ich habe lange genug in Ländern gearbeitet, wo es kein Sie gibt, deswegen gibt es bei uns nur du. Guten Morgen, ich bin Thorsten. Außerdem, wenn ich mit Leuten arbeite oder arbeiten soll, oder Leute mit mir arbeiten möchten und da baut jemand Scheiße, ist es besser, wenn man sagt, du Idiot, als sie Idiot. Ist auch besser, wenn es bringt nichts, wenn man sagt, oh, was haben Sie denn da gemacht? Sollen wir Ihr Positionchen vielleicht nochmal überdenken? Wollen wir beide, vielleicht Sie und ich, gemeinsam eine Korrektur durchführen? Ich glaube, das bleibt nicht hängen. So war es jedenfalls bei mir. Besser ist doch, wenn man sagt, was machst denn du, Blödmann, da? Was machst du denn für eine Scheiße? Änder das mal.
Woran macht ihr euer Tagesziel fest? Das ist mein Tagesziel. Mein Tagesziel liegt bei 12 bis 15 Punkten. Und das errechnet sich für mich, also für mich selber, ganz einfach. Nach einer ganz einfachen Formel. Wir arbeiten in der Regel grundsätzlich mit einem Stop von 8 Punkten. Das ist so unser Grundregelwerk. Stop von 8 Punkten. Ich fahre ein Risiko von 2%. Risiko von 2%. Wir haben den Euro im Moment bei 1,17. Das heißt, ein Euro entspricht ungefähr einem Dollar 20, also einem Dollar 17. Das runde 1,20 Dollar. Das heißt, auf einem 10.000-Euro-Konto hätte man im Moment 12.000 Dollar, 11.700 Dollar, um exakt zu sein. Davon 2% sind 240. Das heißt, ich darf auf einem 10.000-Euro-Konto oder 12.000-Dollar-Konto bei 2% Risiko, die ich fahre, darf ich 240 Dollar riskieren. 240 durch 8, weil 8 Punkte Stop. 240 Punkte, 240 durch 8 macht 30. Das heißt, ich darf ein 10.000-Euro-Konto mit einem Risiko von 2% und mit einem Stop von 8 Punkten darf ich mit 3 Standard-Lot handeln. Und wenn ich 3 Standard-Lot handle und 12 Punkte mein Tagesziel sind, 12 Punkte Tagesziel, 12 mal 30, 30 Dollar pro Punkt sind 360 Dollar. Und 360 Dollar mal 3 Tage sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, sind meine Haupthandelstage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, sind das 1.000 Dollar die Woche, sind 4.000 Dollar im Monat. Noch ein bisschen DAX drauf, dann ist alles gut. Oder wenn man die 1.000 Dollar die Woche nimmt und wir haben 52 Wochen, sind das 52.000 Dollar Jahreseinkommen, was man erzielen kann. Daraus errechnet sich für mich dieses Tagesziel. Aber dieses Tagesziel ist in Jahren, im Laufe der Jahre erst entstanden. Wenn jemand anfängt, mit uns zu arbeiten und diese Setups zu realisieren und umzusetzen, für den ist ein Tagesziel von 12 bis 15 Punkten noch sehr weit. Und er wird daran verzweifeln, so wie heute, wenn man das jetzt sieht. Jetzt haben wir diese Position hier gestartet bei 1,1754. Wir sind jetzt 11 Punkte vorne. Jetzt könnte man im Grunde genommen in diesem Tief, könnte man 10 Punkte mitnehmen. Mit 3 Lot sind wir bei 300 Dollar und kann jetzt, wenn man vernünftig ist, jetzt haben wir sogar die 12 Punkte, kann man locker jetzt die Reißleine ziehen und wir haben es jetzt 8:40 Uhr und kann völlig entspannt jetzt um 8:40 Uhr Feierabend machen und kann sagen, okay, mein Tag für heute ist gelaufen. Ich gucke jetzt mal aus dem Fenster und ja, geiles Wetter, mache ich heute was anderes, gehe ich in den Wald, hacke Holz. Wer keinen Wald hat und in Dortmund wohnt oder in Duisburg, der muss in den Keller gehen und Erdöl hacken, damit das warm hat. Und kann jetzt den lieben Gott einen lieben Mann sein lassen. Um mein Tagesziel zu realisieren, nehme ich jetzt diese Nummer raus, 12 Punkte habe ich, eine Nummer raus, erledigt. Mein Tagesziel ist damit realisiert. Der Rest ist Break-Even abgesichert und mein Tag ist komplett gelaufen. Bei der 54 haben wir geschortet, mit 12 Punkten ein Tagesziel glattgestellt, passt auch mit unseren Zielen hier unten. Wir haben hier oben einmal kurz drüber geschossen. Und wir haben jetzt hier unten ganz knapp darüber gedreht. Jetzt die Reißleine ziehen, für die die doppelte Positionsgröße auch gepackt haben, heute früh. Dann nach unseren Zielbereichen Reißleine ziehen und fertig ist es. Wenn du mit 3 Standardlots auf 10.000 handelst, ist die Margin dicht. Das stimmt nicht.
Ich habe das seltene Glück, da ich 15 Jahre hauptberuflicher Händler am Markt bin und alle Punkte erfülle, dass ich als professioneller Händler eingestuft bin. Und als professioneller Händler habe ich einen 200er Hebel. Und mit einem 200er Hebel ist meine Marge noch lange nicht dicht, wenn ich mit drei Standard-Lot handle, mein lieber Thomas. Kleines 1x1, aber Kopfrechnen schwach, hören an der Tafel geht schon gar nicht. Okay, ab wo ist für dich die Linie gebrochen im DAX bei 12,98? Wo habe ich die jetzt gezeichnet? Schauen wir uns das nochmal an. Da. Die Linie ist dann gebrochen, wenn wir jetzt mal in den Zeiteinheiten runtergehen. Da. Soll ich da sagen, wie schön er an dieser Linie hält? Der wird sich jetzt wahrscheinlich noch bis 9 Uhr, 9:15 Uhr hier aufschießen. Mich würde es nicht wundern, wenn er nochmal zurückläuft da hoch. Ich wollte auch keinen Pessimismus streuen, sondern ich wollte einfach nur warnen, dass wir genug Felder gehabt haben oder genug Szenarien gehabt haben, wo wir genau diese Nummer auch gehandelt haben. Jetzt schauen wir uns mal, ich habe hier Bescheid gekriegt, am 30.07. war das. Schauen wir uns den 30.07. machen wir anders, schauen wir uns den 30.07. mal gemeinsam an. Habt ihr Lust dazu? Oder gehe ich euch auf den Keks? Jetzt hast du zwei Fragen gestellt, die man mit Ja beantworten kann. Ja, genau. Gut, ne? Aber ich will auch ne, seine Zeit nicht überstrapazieren. Nein, alles gut. 30.07. hat man mir geflüstert. Ich weiß nicht, wenn Nelson sich überhaupt noch erinnert an den 30.07. Da haben wir ihn. Das Webinar haben wir öffentlich gemacht. Bitte nochmal schauen danach. Ziel war es, 12.200 zu cashen. Da. Und 12.200 09 ist es geworden. Ich glaube, 12.212 war unser Ziel. Und am Donnerstag früh hatten wir genau da. Da hatten wir Webinar. Der Link ist im Chat, 30.07. die Aufzeichnung. Ja, sehr schön. Da hatten wir genau dieses Webinar und jetzt mal gucken, ob ich da jetzt hinkomme. Könnte glücken. Da hatten wir eine ähnliche Situation, die dann viele verunsichert hat. Ich muss mich korrigieren, das war nicht am 30.07., sondern die Situation aus der SKS hatten wir vorher schon. Da haben wir die SKS von diesem Zeitfenster. Da die Schulter. Und da die Nackenlinie, die war hier nur gerade. Da. Und dann hatten wir eine ähnliche Diskussion, hier nämlich auch etwas schief, die zweite Schulter. Und dann ist ja hier unten diese Geschichte angelaufen und viele haben diese Nackenlinie dann so gezeichnet.
Und haben gesagt, das hat doch, die ist doch durch, das Gebilde ist doch erledigt. Und dann hat er genau dieses Muster gemacht hier und ist dann nochmal volle Granate zurückgelaufen von der, ich glaube, es war dann am Dienstag hier, Dienstagmorgen ist das irgendwie gewesen, wie er nachher nochmal zurückgelaufen ist. Dann ist er von der 12.7.57 nochmal zurückgelaufen bis zur 12.9.79, nochmal 220 Punkte in der Zeit nach oben, bevor er dann nach unten durchmarschiert ist. Wenn wir uns dieses Gebilde jetzt hier anschauen, ich habe nicht gesagt, dass es nicht funktioniert, ich wollte nur warnen, dass es in die Hose gehen kann, ist diese Geschichte noch ziemlich krumm. Also es ist noch kein klares Muster erkennbar. Wenn er jetzt den Schlusskurs natürlich um 9 da drunter macht, dann haben wir bessere Chancen. Danke, dass du den Link nochmal veröffentlicht hast, mein Lieber. Okay. So, das schließt aber nicht aus. Wir haben noch 10 Minuten bis 9 Uhr. Das schließt ja nicht aus, dass wir bis hier hoch wieder zurücklaufen. So weit ist das nicht. Das sind 20 Punkte. Also schließt nicht aus, dass wir diese Nummer nach oben noch mal machen. Wir haben gestern leider Gottes, wir hatten bei der 90 wollten wir shorten, wir waren bei 67. Er hat unsere Short Entries um 20 Punkte verfehlt. Ärgerlich, Geiz wird bestraft. Sonst wäre die Position jetzt 200 Punkte vorne. So war jedenfalls unser Plan. Okay, also hier abwarten, wie er sich jetzt hier verhält. Um 9 bis 9:15 Uhr eventuell ein kurzer Rücklauf. Ein bisschen in eigener Sache. Wer Lust hat, hier ein bisschen was zu lernen, von uns ein bisschen was zu lernen, kann lieben gerne eine Mail schicken an die, komm her, an die hallo@forexpro-systeme.de. Wir sind immer bereit, mit interessierten Leuten auch zu kommunizieren. Interessierte Leute, die ein Stück vielleicht mit uns gehen wollen, die vielleicht ein bisschen was von uns lernen wollen, die in einer der stärksten Communities in Europa. Hey. Geil, ne? Nicht kleckern, klotzen. Nein, ich glaube, wir sind ein recht großer, illustrer Haufen in Deutschland und wer da mitmischen möchte, bitte einfach eine Mail dahin schicken. Wir können lieben gerne einen Telefontermin vereinbaren und dann können wir besprechen, was deine Ambitionen sind, was du gerne möchtest und für dich auch einen gemeinsamen Weg finden, wie wir deine Wünsche oder dein Training hier verbessern können. Wir sehen unsere Setups hier von oben laufen. Die im Euro, die laufen recht gut. Tagesziel haben wir locker realisiert mit der einen Hälfte. Die zweite Hälfte ist jetzt fast 20 Punkte vorne. Ich glaube, da kann man sich nicht beklagen. Und derjenige, der die, wie sagt mein Freund Carsten immer, Cojones hatte hier auf den Knopf zu drücken, dürfte auch heute Morgen mit einem vernünftigen Plus auf dem Konto dieses Webinar hier verlassen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich verabschiede mich auch für diese Woche. Auch für unsere Jungs gibt es jetzt diese Woche kein Webinar mehr. Wir machen bei uns in der Community nächste Woche weiter. Vielleicht am Dienstagnachmittag, ansonsten erst am Mittwoch. Wir dürfen am Wochenende hier ein kleines Seminar machen mit 4 Leuten, was wir auch tun werden. Da freue ich mich schon drauf. Der eine oder andere wird hier aufschlagen und der ein oder andere hat ja auch vielleicht hier ein bisschen was gelernt. Dieses Webinar werden wir öffentlich machen in Nelson. Wahrscheinlich wird der Florian das noch ein bisschen zurechtschneiden. Ich werde es ebenfalls öffentlich stellen.
weil ich glaube, wir haben ein paar Sachen hier erklärt, wie wir die handhaben, und man kann am besten noch mal sehen, wie wir hier arbeiten. Könnt ihr euch gerne auf YouTube dann die Aufzeichnung anschauen. Sag mal, wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter oder ruft uns an, dann können wir ein paar Worte miteinander wechseln. Wenn es scheiße war, dann sagt es uns. Auch das können wir in einem Webinar, in einem Telefonat bereinigen. Dann wissen wir, was wir uns in Zukunft ändern können. In diesem Sinne, euch schönen Donnerstag noch. Tagesziel ist drin, könnt Feierabend machen. Legt euch wieder aufs Sofa, ist eh Scheißwetter. In diesem Sinne, tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten, und danke, dass ihr so zahlreich da wart. Und danke an Nelson, dass du so früh aufgestanden bist. Gerne. Also bei uns scheint gerade die Sonne. So schlecht ist das jetzt gerade nicht. Ich bedanke mich mal bei den Teilnehmern natürlich und habe mich sehr gefreut, dass sie so zahlreich heute Morgen dabei waren. Wünsche noch eine erfolgreiche Woche, noch einen erfolgreichen Handelstag und dir, lieber Thorsten, und den Teilnehmern jetzt am Wochenende viel Erfolg und viel Spaß und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche Donnerstag hier mit Thorsten zusammen wieder dabei sind. Also bis dahin alles Gute, passen Sie auch für die Positionen auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.